Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Let's Part. Alles gebacktrackt, was wir backtracken können. Und jetzt sind wir hier im tiefen Weltraum und wollen da auch nochmal backtracken. Magie und Apfel sind gestiegen. Und ja, ich bin Brain AFK hier reingegangen und habe einfach mal, gekämpft. Aber hey, wir haben jetzt Abwehr und Magie. Nicht Angriff. Gestiegen bekommen durch das Level Up und wollen doch gleich mal nicht diese Herzlosen da besiegen, sondern einfach mal hier hingehen. Weil dort auch die letzten Truhen sind. Hoffe ich mal. Ja, schade. Dass wir die zwei Sticker noch nicht bekommen. Genau, in den ganzen anderen Welten hatte ich das auch nicht. Was ist hier denn los? Außer bei im Zwergenwald. Ach doch, das kennen wir doch schon. Ist genau dasselbe, alles klar. Angreifen, damit der Kugel verliert. Alles klar. Und sie dann auch noch einsammeln. Und nicht sterben, wenn es geht. Und ich habe kein Vigra mehr. Auch sehr toll. Auch sehr toll. Wir haben sicherlich keine Dingsbums. Ja, wie hat diese Stacheln denn noch erwischt? Ja, Feuerrad ist hier doch schon ein bisschen nützlicher. Allerdings verwandle ich mich deswegen auch. Aber das ist ja eigentlich egal. Ich weiß nicht, wie viele hatte ich vorher? Gehabt mit Dingsbums. Wenn, glaube ich. Ja, natürlich trifft das nicht. Bin ich mit Wenn nicht vorher auch gestorben oder so? Ja, wie auch immer das noch trifft. Oh. Ich würde sagen, wir sind gleich hinüber. Geil gekontert. Und da macht er mich weg, weil ich mich nicht bewegen konnte. Aber gut, aber gut. Wow. Ich weiß nicht, ob ich auch gestorben bin damals. Einfach die Truhen jetzt einsammeln. Freudenkristall. Mega-Ether. Ich hab kein Vigra, das ist mir aber gerade scheißegal. Ach, ich habe nicht mit Feuerrad eben getroffen. Ja gut, sei es drum. Okay, sei es drum, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Lass mal hochfliegen. Da gibt es ja noch ein bisschen was zu holen. Wenn ihr mich in Ruhe lassen würdet, bitte. Ne, hier nicht. Dann da. Die eine restliche Truhe ist dann da, wo die Blöcke uns jetzt den Weg versperren. Ah, verdammt. Oh, zum Glück kannst du dich nicht festhalten. Antigraphra. Schön, dass wir jetzt sowas bekommen, aber warum greifen uns die Dinger nicht an? Ah, stimmt ja. Wir sind ja nicht so wie Ben und so verfeindet. Deswegen. Das ist super. So, letzte Truhe, was gibt es hier so Schönes? Keine Umgebungskarte, aber eine Formel, oder? Ja, super Angriffsformel. Und auch ein Speicherpunkt. Einfach mal betätigen. Und mit dem werden wir auch gleich, nachdem wir in dieses Fragezeichen nochmal reingegangen sind. Obwohl, was soll es da eigentlich geben, wenn wir schon jetzt alles haben?
Ich meine, 4 Truhen, alles dicker. Was soll hier sein? Außer ein paar Gegner. Nee, hier geht's nicht weiter. Ja, gut. Das hat die Sache so geklärt. Also auf in die Welt von Peter Pan, das Nimmerland. Wenn die Ladesequenzen uns nicht umbringen, vor lauter Warten. Ab geht's. Vorletzte Welt. Aber wie ihr wisst, passiert storytechnisch ja am Ende immer sehr viel auf einmal. Plötzlich. Vorweg, wir haben eigentlich in dieser Welt nichts von Aqua mitbekommen, ne? War nur Terra und Wen, die irgendwie miteinander was zu tun hatten, so ein bisschen. Over there. I'm gonna be the leader. Oh. We're so close. Too bad, man. Tough break. But here. No buts. You know the rules. The first one to find and claim the treasure map gets to be the leader. And that's you. Leader? Of the expedition. We're going on a treasure hunt. And that's our map you got. What do you mean? I never said girls can't be part of the gang. Come on, Tink. The more the merrier. I'm sorry, but I have something else I need to take care of. Here, you keep it. Too bad. But rules are rules. I guess we'll just have to call off the treasure hunt. No! All right, you win. I'll join you for one expedition. Whoopee! Ach, was einfach zu nett. As far as I can tell, we're here. And this mark here is where we'll find the treasure. Enough pointing. Come on, let's go! Wait a second. We still don't even know our leader's name. I'm Peter Pan. The jealous one over here is Tinkerbell. And you are? Aqua. So you're Aqua. Huh? Now, first stop, Mermaid Lagoon. Oh, okay. Ja, Ladezeiten, wir kennen's. Natürlich haben wir hier wieder mal gar nichts. Außer das eine hier oben. Ja, komm. Warum ausgerechnet jetzt Magieimpuls? Nur wegen Luftkombo Plus oder was? Ah, lassen wir es. Gerade keinen Bock, das zu entrüsten. Schöne Karte. Und dann ist die Frage, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall erstmal zur Truhe. Und dann würde ich versuchen, hier lang zu gehen. Markierung auf der Karte verweist zu einem anderen Ort. Ja gut, dann lasst uns der Karte folgen, wie auch immer die aussieht. Ich habe nur ein X gesehen. Nächste sind toll. Gott, halt die Viecher was aus. Das geht ja mal gar nicht. Eieiei. Mach ich einfach so auf mich zugeflogen. Na gut, lass uns erstmal hier rein. Hier gibt es sicherlich ein paar Truhen. Durch den Speicherpunkt laufen. Ja, ein paar. Genau zwei. Jetzt sei denn, ich habe hinter mir was übersehen. Minenfeld und Elixier. Elixier ist nice. Ja.
besiegen wir euch noch einmal. Und werden zur Faustkönigin. Nicht mal das Eisbaumoment killt ihr. Ja gut, Eisbaumoment ist auch erst Level 2. Also, ich weiß nicht, wann wir jetzt mit Aqua quasi blocken können oder uns dann teleportieren, aber ja, eins von beiden werden wir sicherlich immer tun. Von daher machen die Leute echt Schaden. Gefällt mir so nicht. Und tschüss. So, Truhe und weiter. Apropos. Erstmal wieder Vigra ausrüsten wäre nicht schlecht. So, dann könnten wir jetzt eigentlich auch wieder ein paar Sachen... Ach Quatsch, kombinieren. So, Kommando Fusion. Schwertfallserie mit Eisgar. Oder Antigrafgar. Ich nehme einfach mal Eisgar. Kommt wahrscheinlich Frost raus. Nee, Triple Ei. Ja, sowas konnte sie ja auch. Sehr schön. Was nehmen wir jetzt? Magnera. Her damit? Fuck, jetzt hätte ich das lesen sollen. Ich hatte das noch nie. Nice. Drücke während einer Combo-Viereck, um dich Gegnern schnell zu nähern. Ja, why not, ne? Why not? Triple Eisgar. So, dann können wir noch was fusionieren. So, was nehmen wir denn da? Gift? Nee. Aeora! Mit Schwertfall, keine Ahnung. Wahrscheinlich Luftstaccato. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Machen wir erstmal schöne Aeora. Gar draus. Mit Heilkunst. Läuft doch. Warum das hier? Dip, Minenfeld. Wechseln. Heilkunst. Auch nicht schlecht. Super Angriffsformel. Fertigkeiten Glückspilz. Heilkunst. Ich will. Ich brauche immer noch Dickschädel und so einen Scheiß. Geht doch nicht. I have you now, Peter Pan. Today's the day I shall be rid of you forever. I'm busy right now, Hook. We're on an expedition. Can't I show you up some other day? You'll show me up now. Give back me treasure. Who's that? Ah, that's just Captain Hook. He's a two-bit pirate codfish. I'll cleave you into two bits, boy! It's me! Oh, that was the captain's signal! Fire! We're sitting ducks out here! Run! Also wirklich in der Falle sitzen nicht, aber ja. Nee. Einfach alles ignorieren und weiterlaufen. Allerdings nicht ohne alles einzusammeln, ne? So, schaffen wir das? Ja. Schaffen wir locker.
Magiehass haben wir jetzt auch noch einmal, das ist sehr nice. Dreimal Magiehass, dreimal Attackenhass und immer noch braucht die Graphie zu lange. So, was ist hier unter den Nein-Sticker? Haben wir jetzt eingesagt. Feuriger Salve. Aqua hat eindeutig viel zu viele Zauber. Dafür hat sie ja halt sowas wie Erlösung und bla nicht. Und Geo... noch was. Das, was Terra dann halt hat. Aber gut. Dafür hat sie halt Zauber. Feuerexplosion! Triple Eisgang! Und das Ding lebt immer noch. Oh, und wenigstens einer weg. Magnetspirale Level 5. Meines Erachtens auch komplett. Ja, lass uns mal mit Feuerblitz bekämpfen. Ja, und er kann Feuer mit Feuer. Geht auch schon klar. Die machen Schaden. Yeah. Yo, beste Klinge ever. Und hier dürfen wir nicht lang, weil ja klar. Du bist jetzt auch weg. Schade drum eigentlich. Ich liebe es, wie sie dann springt mit der Klinge. Leider kann sie nicht schwimmen mit der Klinge. Leider, leider. Gut. Dann wollen wir mal abhauen. Und auch mal gleich gucken. Abschussmeister ist fertig. So, was ist jetzt hier schon wieder neu? Magnega und Feuriger Salve. Aha. Auch zwei Slots. Ja, gut. Ach so, Feuriger Salve kennen wahrscheinlich Leute aus Dream Drop Distance. Scheißen wir auf Heilung. Das sag ich jetzt noch. Was sag ich jetzt noch? Hört ihr dem Kerl überhaupt mal zu? Eieiei. Dieser Schaden ist nicht toll. Den wir machen. Und den wir bekommen auch nicht. Ich glaube, das war das aus Dream Drop Distance ähnlich, was Rico hat. Super Trank. Aber ja, werden wir mal gucken. Dass ich das gleich mal einsetze. Yep, genau das. Ja, ich habe vergessen, dass ich das Abschusskommando aufgeladen hatte. Ja, sei's drum. Hau nicht ab. Danke. Ja, Gegner? Ich wollte schon sagen, die sind doch auch welche. Schöner Magieimpuls. Der den trifft, den es eigentlich hätte treffen sollen, nicht trifft. Kennt man ja nicht anders. So, eigentlich sollte ich jetzt den Part beenden. Dann müsste ich im nächsten Part halt offscreen nochmal herlaufen, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten kann man die Kämpfe ja ignorieren. Die unversierte. Aber die Kiste will ich in diesem Part noch öffnen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Und dann geht es in ein bekanntes Gebiet. Aber es ist doch eine Sackgasse. Was wollen wir da? Ein Äther. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, ich gehe zurück in die Basis. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier an dieser Stelle. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Feuer radet nicht zu viel. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.